Die nächsten Videos werden zu meiner letzten legendären Amsterdam-Reise sein, wo echt viel crazy shit passiert ist. Und bei Crazy Open Mind Stories darf natürlich nicht Mr. Keter fehlen. In dieser Videoreihe wird Mr. Keter erstmals unzensiert zu sehen sein. Ja, der Mr. Keter, der seinen Spitznamen erhalten hat, weil er versehentlich Ketamin statt Kokain gezogen hat. I don't know anything. I don't know about God. I think I'm God. Und auch der Mr. Keter, mit dem ich dieses abgefahrene DMT-Telefonat hatte. Achso, ich hätte mich auch eben fast umgebracht. Nun folgt ein echt spannendes Face-Reveal-Slash-Interview, wo er kurz erklärt, warum er jetzt doch sein Gesicht zeigen will. Er ist dazu entschieden, seine Identität zu offenbaren und ich bitte ihn jetzt kurz rein. Okay, der Joke war schlecht. Jetzt hier kann ich euch vorstellen, der echte Mr. Keter. So, hier. Genau, es ist der Michel von FilmSelect. Echt? Ja. Krass. Warum hast du dich dazu entschieden, dass du jetzt doch deine Face zeigst? Er hat gesagt, wir drehen jetzt ein FaceTime-Review-Video. Ich habe gesagt, ja. Ja, früher habe ich halt Drogen genommen und habe gedacht, das machen nur die Assis. Und jetzt weiß ich halt, das stimmt. Also du würdest sagen, du bist ein Assi? Nee, ich habe das Ketamin-Video, ich wollte ja kein Ketamin nehmen. Ich will ja nicht als Ketamin-Junkie rumlaufen. Das war das einzige Mal, wo ich es genommen habe. Ich wollte ja nur Kokain ausprobieren und selbst Kokain habe ich nur eins oder zweimal genommen. Wegen dem Thema wollte ich nicht als Kokain- oder Keta-Opfer in der Welt stehen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Aber DMT nehme ich und als DMT-Opfer will ich gerne in der Welt. So, bei dem Ketamin-Video, wo du versehentlich das genommen hast, sagen sau viele, dass es fake ist. So, was sagst du den Leuten, die sagen, dass die Story nicht passiert ist? Ja, also wenn wir zusammen sind, dann passieren immer Sachen, die irgendwie komisch sind, aber das war alles real halt. Ja. Das ist so passiert. Ja. Und so schlimm war es jetzt auch nicht. So. Ja. Was geht da draußen ab? Hallo? Jo, wie geht's dir so? Ja, ihr seht ja, ich habe als erwachsener Mann sowas an. Mir geht's super. Ey, also ohne Spaß. Mir geht's gut und Leute, wenn die halt irgendwas so für Sachen nimmst, dann denken die, oh, du gehörst jetzt nicht mehr zur Gesellschaft, geht's dir noch gut? Du hast hier keinen 8-Stunden, 5-Tage-Job, geht's dir noch gut? Und wenn man halt nicht so in der Norm der Gesellschaft ist, dann kommen die Leute und fragen halt einen die ganze Zeit, ob du verrückt bist oder ob es dir gut geht. Aber ja, mir geht's halt gut und ich ziehe halt ein paar andere Sachen an, rede über andere Sachen, über die ja. andere Leute reden, aber ansonsten geht's mir. Okay. Bitte helft mir. Aber wie würdest du sagen, haben dich Drogen verändert? Ja, auf jeden Fall zum super Positiven. Also vorher war es eigentlich eher so, dass man so, ja, man lebt halt und man weiß halt nicht, was der Sinn ist und man macht halt irgendwas, was irgendeine andere Leute machen, bis man checkt, oh, das ist ja alles irgendwie Kacke. Und wer bin ich eigentlich? Und dann kommen irgendwann die Substanzen und die zeigen einem, also jetzt nicht Alkohol oder sowas, oder aber so psychedelische Sachen, die zeigen dann halt oder die helfen einem, Sachen zu zeigen, wenn man mit dem Verstand dabei ist. Und Probleme zu verstehen. Und seitdem ich das eigentlich genommen habe, ist mein Leben eigentlich sehr positiv gegangen, weil ich habe mich von Sachen getrennt, die mich vorher so negativ runtergezogen haben. Und durch die Substanzen habe ich das jetzt gecheckt und weiß halt, was für mich richtig ist und was für mich falsch ist. Und ich kann, ja, ich will das jetzt nicht so empfehlen, dass jeder das nehmen muss, weil da muss man auf jeden Fall auch sehr vorsichtig sein. Das habt ihr ja auch jetzt in ein paar Videos von Simon auch mitbekommen, dass es nicht alles so easy ist. Und man sollte auch mental bereit dafür sein. Ansonsten, ja, helfen die Sachen einem nur, wenn man aber auch bereit ist, die Hilfe von diesen Substanzen anzunehmen und nicht einfach nur als Partydroge oder als Gag so zu nehmen. Ja, aber wie kannst du entscheiden, ob das echte Hilfe ist oder ob das Hirngespinste der Substanzen? Ja, wenn du zum Beispiel, wenn ich dir zum Beispiel einen Tipp gebe oder das ist jetzt irgendwie so wieder... Ja, genau. Also wenn du jetzt Substanz nimmst und du hast so ein Gefühl und du triffst dich mit einer Person und du weißt aber eigentlich... Die ist schlecht für dich, aber du redest dir die ganze Zeit ein, oh, das könnte vielleicht was werden. Und dann auf so einer Substanz merkst du dann oder siehst du dann die Perspektive von dieser Person und merkst einfach, dass sie sich nur ausnutzt und dass es nie was bringen kann. Und dann kannst du sagen, okay, weg mit der und das klingt, und dann, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber dann kommen wieder neue Personen in dein Leben, die es halt bereichern. Weißt du, was ich meine? Okay. Also, aber solche Sachen halt. Ist es dann die Substanz oder bist es eigentlich du, der den Tipp gibt und die Substanz tut aber quasi also, die andere Sichtweise so mal offenbaren, weil es so dein Perception genau. shiftet? Also wenn man das so redet, dann
wirkt das immer so, als würde die Substanz einem immer was sagen. So, ja, das ist halt, eigentlich ist alles so in dir drin. Du, ja, weißt ja halt, weißt halt schon irgendwie, ah, die Person, mit der irgendwie, ich weiß nicht, die ist irgendwie kacke oder sowas, aber irgendwie mag ich sie noch. Und man weiß es halt innerlich, so, aber auf Substanzen ist dann einfach so diese Gedanken ganz klar, so deine ehrlichen Gedanken, ja, kommen dann so ganz klar aus. Es bist mehr du, also du, ja, kommunizierst mehr mit deinem Unterbewusstsein, bisschen, so, ja, mit deinem wahren Ich, so. Ja, ein bisschen so ungefiltert kann, ja, das genau, sein. Ja, genau. Wenn du nüchtern bist, ist halt, du hast 1000 Filter, weil du als Kind, ja, ich sag mal, 1000 Sachen gelernt hast, auch die falsch sind, und dann hast du so ein Weltbild erschaffen und vieles ist falsch, vieles ist nicht falsch, und auf diesen Substanzen lösen sich manchmal so Filter, wo du dann einfach mal denkst, oh krass, das ist doch ganz klar, ja, warum habe ich das nicht schon die ganze Zeit so gesehen, weißt du? Ja, aber denkst du, also dass es auch dann passieren kann, dass dir die Substanz irgendwas sagt, beziehungsweise dir irgendwas einredet, was einreden lässt, was dann irgendwie nicht gut ist? Auf jeden Fall. Wenn du halt zum Beispiel mental oder in deiner Lebenserfahrung noch nicht so weit bist und du nimmst sowas und du verstehst nicht genau, was das so bedeuten soll, und dann kann es sein, dass viele Leute auch abtreten oder, ja, Scheiße machen. Man sieht das ja auch oft. Aber hältst du es für möglich, dass du irgend jetzt was von den Substanzen eingeredet bekommen hast, beziehungsweise dir selbst eingeredet hast, wo du jetzt in ein paar Tagen oder in einem Jahr denkst du, ah, das war doch nicht da die Substanz oder du all in dieser berauschenden Form nicht recht? Also es gibt so manchmal so Sachen, wo man was macht und man denkt direkt danach, oh, war das jetzt richtig oder sowas? Ne? Ja. Und aber ich glaube, je mehr die Zeit dann vergeht, desto mehr checkst du dann, dass alles, was du eigentlich gemacht hast, eigentlich immer seine Richtigkeit gehabt hat, so, weißt, ja, du? Und das zeigen die Substanzen auch, dass du dich wegen deiner Entscheidung niemals hinterfragen sollst. Denn alles, was du gemacht hast, das ist eigentlich schon richtig so, weil du hast es ja gemacht und du hast dich dafür entschieden. Finde ich nicht. Und ja, klar, du kannst auch ein paar Sachen falsch gemacht haben, aber dann musst du halt darüber nachdenken, darüber, wenn du das gecheckt hast, ja, genau, dann machst du die Sache ja nicht mehr. So. Ja. Ja. Und okay, das zeigt dir auch zum Beispiel die Substanz. Wenn du was falsch gemacht hast, dann checkst du das direkt und denkst, oh mein Gott, was war ich denn für ein Idiot gewesen, und machst es halt später nicht mehr. Ja. So. Ja. Wenn alles gut läuft, so, also, oder wenn es schlecht läuft, dann denkt man, scheiße, die CIA verfolgt mich. Bedenkt bitte, dass bei diesem Interview nur die Meinungen und Ansichten von Mr. Keter bzw. Michelle dargestellt wurden. Also, wehe, es kommt nach dem Video irgendeiner an und beschwert sich, warum LSD ihm nicht den richtigen Weg gezeigt hat. Es sind letzten Endes Drogen, die deine Wahrnehmung verändern. Und wie viel man da rein interpretieren kann, muss jeder für sich entscheiden. Abonniert auf jeden Fall diesen Kabal, dass ihr nicht die Crazy Amsterdam Videos verpasst.